Am 7. Oktober 2023 überfiel die Hamas Israel und richtete ein Massaker an der Zivilbevölkerung an. Die Terroristen töteten 1200 Menschen. Tausende wurden verletzt. Rund 250 Geiseln verschleppt. Ein Jahr nach dem Anschlag gedachten Landtag und Landesregierung der Opfer des terroristischen Überfalls. Zu der Gedenkveranstaltung hatten der Präsident des Landtags, André Cooper, und Ministerpräsident Hendrik Wüst eingeladen. Zudem zeigte der Landtag eine Ausstellung des israelischen Fotografen Erez Kaganowitz. Seine Bilder erzählen die Geschichten der Opfer vom 7. Oktober, der Angehörigen, der Helfenden, der Überlebenden. Präsident Cooper sagte zu Beginn der Gedenkveranstaltung: Meine Damen und Herren, der Angriff der Hamas auf Israel heute vor einem Jahr, er hat uns allen gegolten. Der Angriff hat sich gegen die freie Welt und ihre Werte gerichtet. Gegen die Aufklärung, gegen die Freiheit und gegen die drei monotheistischen Weltreligionen. Es war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auch deshalb kommen wir hier und heute zusammen. Aus Solidarität und Mitgefühl. Aus Menschlichkeit, aus Respekt. Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte mit Blick auf den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten: Zu viele Opfer, all das nährt immer neuen Hass. Aber es ist die Hamas, die den Krieg begonnen hat, ohne Rücksicht auch auf die Bevölkerung in Gaza. Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung im Rahmen des internationalen humanitären Völkerrechts. Das Blutvergießen im Nahen Osten muss ein Ende finden. Es wird ein langer Weg sein, all den Hass, den alten und den neuen Hass, all die Erinnerung an Leid, Zerstörung und Verlust zu überwinden. Und der Weg kann am Ende nur in einer politischen Lösung bestehen, auch wenn man sich sie heute vielleicht noch weniger als früher vorstellen kann. An der Veranstaltung nahm auch der Gesandte des Staates Israel in Deutschland, Guy Giladi, teil. Seit Monaten führt Israel einen Kampf um sein Überleben. Wir tun dies an mehreren Fronten gegen einen ruchlosen Feind. Wir haben auf die harte Tour gelernt, dass während wir Frieden und Ruhe suchen, manchmal sogar süchtig nach Ruhe sind, es auch diejenigen gibt, deren Ziel unsere Vernichtung ist und die ihre Fähigkeiten dazu aufbauen, ausbauen und sie auch einsetzen. Israel schlägt zurück und wird auch weiter zurückschlagen. Wir haben keine andere Wahl, als uns zu verteidigen. Und für den Zentralrat der Juden in Deutschland sagte Vizepräsident Abraham Lehrer: Ein Jahr später leben wir weiterhin im Schatten des 7. Oktobers. Das Hamas-Massaker und der Krieg in Gaza sowie im Libanon gegen die Hisbollah haben den Antisemitismus nicht erschaffen, aber sie haben ihn verstärkt. Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober haben wir in unserem Land und leider auch in NRW eine Welle von judenfeindlichen Demonstrationen und Angriffen erlebt. Parolen, die die Vernichtung Israels fordern, gehören inzwischen zum Stadtbild wie der Kölner Dom, das Dortmunder U oder der Rheinturm hier in Düsseldorf. Menschen, die den Tod von Juden feiern, marschierten durch unsere Städte. Diese Ereignisse haben viele von uns, Juden wie Nichtjuden, tief erschüttert. Und sie haben unsere Warnungen bestätigt, dass Antisemitismus kein Relikt der Vergangenheit ist, sondern im neuen Gewand auch eine existenzielle Bedrohung in der Gegenwart ist.